und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy mit dem aktuellen Verse-Monatsreport. Wir legen direkt los. Vielleicht so das größte Thema im Bereich Engineering waren die Xi'an. Ja, die Xi'an. Es gab auf jeden Fall zu Stories und Erzählungen Updates im letzten Monat Januar. Und sie setzen sich, also das haben sie uns zumindest preisgegeben, jede Woche wohl zusammen. Es werden Gespräche geführt von den Machern der Xi'an, also alles im Punkto Sprache, Gesellschaft. An den ganzen Feinheiten wird gearbeitet. Und sie haben gesagt, wahrscheinlich werden wir in Zukunft oder in naher Zukunft schon bald ein paar Teile sehen können. Wird spannend, vor allem die Details zu erfahren zur Kultur, da wissen wir ja noch gar nicht so viel. Im Bereich Technik ging vieles um die weiblichen Rüstungen und die Ausarbeitung dieser Rüstung und allgemein auch ging es um die Ausrüstung. Ja, außerdem haben sie eine Vereinheitlichung gemacht der ganzen Datensysteme oder Datenstrukturen, was Augen, Zähne, Gesichtsstrukturen angeht. Also, dass sie da eine Linie fahren und nicht immer alles einzeln animieren müssen, sondern dass das in einem runden Abschluss ist. Rund läuft, genau. Ganz wichtiges Thema ist noch die KI. Hier war es so, dass die KI jetzt quasi, sie arbeiten an der Finalisierung, dass die KI mit dem Deckungssystem zusammenarbeitet. Und da ist der Posenmanager ein wichtiges Thema. Und das ganze System soll dann auch in der Schwerelosigkeit funktionieren. Das heißt, dass die KI auch in der Schwerelosigkeit Deckung suchen kann. Und sie wollen vor allem sicherstellen, dass die KI darauf reagiert, zum Beispiel, wenn sie angerempelt werden, also die NPCs, oder wie ist dieses ganze Konversationssystem, wie ist das Gefühl, wenn ich als Spieler vor einem NPC stehe, ja, genau, und er mir zu nahe kommt, klatsche ich ihm dann gleich eine oder gebe ich ihm ein Küsschen oder gehe ich einen Schritt zurück? Also daran arbeiten sie auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall spannend. Also gerade wenn ich mir vorstelle, so in der Messe auf dem Schiff bei Squadron 42, werde ich gleich rot wahrscheinlich, muss der Sawyer nachher der Farbbrücke wieder rausbügeln. Musst du deinen Sauerstoffvorrat ein bisschen einteilen, muss ich den einteilen. Kommen wir später zu. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, tatsächlich dieses Gefühl zu haben, dass wenn ich jetzt einem NPC zu nahe komme, dass er auch zurückweicht oder dass er mich vielleicht schubst und ich habe den Vorwand, ihm dann eine runterzuhauen. Ja, genau. Und sie arbeiten vor allem auch an den Textplatzierungen und an den Animationen der Auswahlmöglichkeiten der ganzen Dialoge. Dass sie dann halt an der richtigen Stelle schweben, die Texte. Ziel ist es, dass diese Dialoge dann auch tatsächlich cineastisch wirken. Ja, dass sie halt nicht diese Konversation mit den NPCs dann nicht wirkt, wir lesen es einfach nur ab, statisch, sondern einen cineastischen Eindruck vermittelt, genau. Gerade für Squadron 42. Richtig filmreif mit Happy End und so wollen wir natürlich alles sehen. Ja, was gab es noch Neues in puncto Programmierung? Da sind sie vorangekommen mit der Megamap, ne? Implementiert, das Ingame-Leaderboard genauso. Das sieht man vielleicht auch jetzt schon, dass die Ladezeiten tatsächlich so in den Arena Commander sehr, sehr schnell geworden sind. Da ist ganz viel im Hintergrund passiert und das war der Fokus. Weiterer wichtiger Fokus war die Atmosphäre, das Atmosphärenflugmodell zu entwickeln. Das wird AFFX genannt. Und da ging es darum, Effekte wie Triebwerksspuren, Kondensstreifen oder der Eintritt, also die Eintrittsanimation oder die Austrittsanimation aus dem Atmosphärenflug, solche Dinge einzubauen. Ja, dann in puncto Grafiken sind sie auch sehr gut vorangekommen, was Beleuchtungssysteme betrifft. Also sie wollen natürlich die ganzen Beleuchtungssysteme und Schattierungen, Schattenqualität, Performance allgemein in Innenräumen verbessern und kommen da ganz gut voran, sagen sie zumindest. Naja, man sieht es auch so ein bisschen, also man sieht es jetzt, wenn man jetzt wirklich mal den Patch 2.50 noch mal so kurz überlegt, wie da so Lichteffekte uns teilweise geblendet haben oder wie weich das plötzlich alles aussah, als hätte man eine Bindehautentzündung, so kam ihm das Sehen vor. Und wenn man es jetzt so 2.6.1 anschaut, dann sieht man, dass da schon sehr, sehr viel daran gearbeitet wurde und dass da bestimmt auch der Fokus drauf liegt. Ja. Absolut. Dann, was hatten wir noch Neues? Jetzt muss ich mal kurz spulen. Ach ja, jetzt kommt das große, massive das Projekt. Das Lieblingsthema, ja. Also sie haben es ein massives Projekt genannt zur gesamten Backend-Infrastruktur. Also es wurde ein neues System erschaffen, eine neue Architektur, die sie Diffusion nennen. Und das im Prinzip heißt es eigentlich nur, dass es eine cloud-orientierte Service-Architektur ist. Und ich glaube, ja, so wenn ich das richtig verstanden habe, es tut mir leid, ich bin da nicht der Profi drin, geht es vor allem darum, die Ressourcen richtig zu verwalten und dynamisch diese Server, gerade was die Ressourcenverwaltung angeht, dass die dynamisch funktionieren. Je nachdem, wie der Bedarf ist. Und dass du eine Skalierbarkeit hast und halt die Verfügbarkeit der Server. Genau, vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen zu, ja, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, was Diffusion genau bedeutet und wie es funktioniert.
Ganz, ganz wichtiges Thema waren auch die multiregionale Support. Das ist natürlich jetzt kein Support, wie man sich so vorstellt, also Support-Mitarbeiter, sondern Support der Server, den wir jetzt schon in 2.6.1 auch haben. Das heißt, europäische Server, australische Server und amerikanische Server. Das, diese Arbeit, diese Backend, das stand im letzten Monat im Fokus. Ja, mehr sehen, wer die alle so nutzt, ne? Oder welche Bereiche genutzt werden. Manchmal habe ich das Gefühl, es sind noch ein bisschen leer, die deutschen Server, zu verschiedenen Zeiten. Aber gut, wir sind auch natürlich nicht so eine große Gruppe wie die Amerikaner. Das stimmt natürlich. Ja, das war es dazu zum Engineering. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Design and Art. Ne? Da gab es auch viele Neuigkeiten und der Fokus lag natürlich ganz klar auf den Schiffen. Wir rattern die jetzt einfach mal ab, was da so Neues war. Und für alle, die freuen sich jetzt bestimmt über die Drake Buccaneer, die gute ist in der Final Art Stage. Da hat man auch das Gefühl, dass sie eigentlich jederzeit kommen kann. Ich bin gespannt, ob sie da nicht vielleicht einen kleinen Patch sogar noch reinschieben und plötzlich ist sie da. Mal sehen. Die ist sehr weit und weitere Verbesserungen an dem Konzept der Aurora passieren im Hintergrund. Ein sehr, sehr wichtiges Thema anscheinend für CIG, ja, dass sie bald mal überarbeitet wird. Und natürlich ist es so, dass es große Spekulationen gibt zu einem neuen Anvil-Schiff. Was wird das wohl sein? Die Hurricane, denken wir mal. Denke ich jetzt mal auch, dass das die Ankündigung ist. Das wurde ja nun schon so oft irgendwie in die Richtung geleitet, also das wäre jetzt ein bisschen merkwürdig. Und das Hey kommt jetzt am Freitag, also... Ja, genau. Ich denke mal, es bezieht sich darauf. Dann ist es so, der Explorer-Suit, der ist fertig und soll dann fürs Erkunden im PU genutzt werden und soll dann auch implementiert werden. Und für Star Marine, Heavy Marine Armor, da geht es auf jeden Fall voran. Der neue soll schon. Der ist ja im PU schon drin und eigentlich warten wir nur darauf, dass er auch eine Rolle spielt in Star Marine. Der wird dann nachgereicht. Dann ist es so, dass sie an den Shops arbeiten, dass diese Shops je nach Ausrichtung und je nach Marke, dass sie universelle Kriterien haben und dass diese Shops dann auch implementierbar sind in den verschiedenen Landezonen, in den verschiedenen Größen, also verschiedenen Räumlichkeiten und trotzdem, dass die Marke dann erhalten wird, das Brand erhalten wird. Genau, dass es so eine Art Kettengefühl gibt und jeder weiß, wenn ich da hingehe, werde ich das gleiche Regal, die gleichen Schaufensterpuppen. Und die gleichen Schilder, die gleichen Schilder finden. Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht so ein Bausatzsystem haben. Je nachdem, wie groß der Laden ist, wird sich das dann immer wieder quasi wiederholen, damit es überhaupt machbar ist. Sonst müssten sie ja jeden Laden einzeln einrichten. Das ist nicht möglich. Jedes T-Shirt reinhängen sozusagen. Naja. Ganz wichtiger Pfeiler wurde jetzt schon mal errichtet oder aufgestellt. Sie arbeiten daran, tatsächlich das erste Wirtschaftssystem zu implementieren. Und das betrifft jetzt in den Details die Güter, die Handelsrouten. Da ist sogar eine Karte aufgetaucht im Stanton-System. Was für Handelsrouten sind da möglich? Der Weiß- und der Schwarzmarkt wurden ausgearbeitet. Ja. Dann kommen wir nochmal zurück zu eurer Sauerstoffeinteilung. Also in Zukunft wird es nämlich bald so sein, dass wir als Spieler darauf achten müssen, wie sind unsere Sauerstoffvorräte. Da haben sie nämlich angekündigt, das Ausdauersystem und Sauerstoffatmungssystem ist jetzt so weit, dass wenn wir irgendwann nicht mehr genug Sauerstoff haben, wir dann ganz blau anlaufen und... Puh, da freue ich mich jetzt nicht so drauf, aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig für das Spiel und sie haben es in ihren Bild schon implementiert. Das heißt, es kann sein, dass wir es bald sehen werden. Dann wurde am Lande- und Startsystem im Hintergrund gearbeitet. Das wurde vereinheitlicht zwischen PU und Squadron 42. Auch das wurde bereits angeglichen und wird dann vielleicht auch bald bei uns im PU landen. Ja. Das war's zu Design and Art und kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie, die Schiffe. Wie gesagt, die lagen ja auch im Fokus bei Design and Art. Wir haben schon erwähnt, die Buccaneers in der Greybox-Phase, genauso wie die Cutlass Black. Und apropos Buccaneer, sie haben gesagt, dass die Animationen auch schon, dass sie da damit auch schon begonnen haben, genauso wie an der Prospector. Das ist ganz erstaunlich, gerade Prospector wundert mich jetzt so ein bisschen, aber vielleicht sind es schon so Vorarbeiten für die nächsten Patches, wenn man sich so 3.0 überlegt. Mal sehen. Das Schiff muss halt rein. Der irgendwann kommt. Ich schätze Gamescom. Tja, hoffentlich. Gut, okay, wollen wir nicht Schwarzmalerei betreiben. Ist ja das falsche Format dafür. Ja. Genau. So, weiter zum Aurora-Update. Das geht sehr gut voran. Und ich glaube, das freut jetzt ganz viele und ist sogar für mich ein bisschen verwunderlich. Die Reclaimer ist tief in der Produktion. Das heißt, die sind schon, was so die Außenhülle angeht, sind sie schon in der Clean-Up-Runde angekommen. Das heißt, da machen sie Verfeinerungen und sie arbeiten bereits am Shading. Und das heißt eigentlich, dass sie so von der Grundform und von den Arbeiten an der Hülle eigentlich so gut wie fertig sind. Und was den Innenbereich betrifft, da haben sie jetzt
jetzt angefangen, Wohnbereiche zusammenzustellen. Und ein Raum ist wohl auch schon fertig, oder der erste Raum ist im Prinzip kurz vor der Fertigstellung. Also da können wir auch ganz gespannt drauf sein. Ist vielleicht so ein Hinweis, dass Sie da vielleicht, wenn Sie den ersten Raum haben, als Maßstab haben, dass Sie da jetzt vielleicht auch Fahrt aufnehmen können. Und na, wer weiß, vielleicht sehen wir es ja dieses Jahr. Ja. Wäre ja spannend. Dann wurde an der Razer stark gearbeitet, und zwar wurden die Animationen mit dem Konzeptdesign abgeglichen. Das heißt, man hat sich überlegt, okay, welche Animationen funktionieren mit dem ursprünglichen Konzeptdesign, was müssen wir ändern, damit die nötigen Animationen auch wirklich dann integriert werden können. Das Schiff wird ein bisschen schlanker und soll ein bisschen technischer werden, aber es soll auf keinen Fall diesen Formel-1-Flair verlieren. Das klingt doch ganz gut. Jetzt haben wir uns noch was überlegt. Ja, wir haben uns noch was überlegt, weil tatsächlich ist es so, dass weitere Schiffe, die noch nicht angekündigt worden sind, sollen bald im Konzept vorgestellt werden. Das heißt, da würden wir gerne eine Frage stellen. Ja, und zwar wollen wir gerne von euch natürlich wissen, welche Schiffe würden euch denn interessieren? Also welche Schiffe sollten irgendwie in die Konzeptphase kommen oder überhaupt in den Konzept-Sale? Was wären so eure Favoriten? Also ich schlage jetzt mal vor, beispielsweise Einsteigerschiff oder mehr Jäger oder vielleicht noch ein Capital-Ship, also ein Großkampfschiff. Wir werden da Kategorien aufmachen, und die findet ihr dann bei Google Plus in der Umfrage. Ja, das war's auch schon mit dem Monatsreport für Januar. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, mit uns ins neue Jahr startet, und wir sind gespannt, was das neue Jahr uns so bringen wird. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, lasst uns Feedback da, Abos, sagt's euren Freunden, Familie und... Likes. Auch gerne gesehen. Und wenn ihr darüber hinaus uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auch mal auf unser Patreon-Profil vorbeischauen. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen... See you on the flight deck!